Läufst du denn auf Zehenspitzen? Nein. Siehst du, sie läuft auf Zehenspitzen? Ja, hab ich doch gesagt. Spitzenläufer. Ach so, das habe ich nicht verstanden. Spitzenläufer. Ja, da ist er wieder. Der Computer, er läuft. Allerdings war er auf Standby von Alena, aber kann sein, dass das in den Einstellungen noch nicht so eingestellt ist, dass er sich nie ausschaltet. Aber noch läuft er. Kann ich dich was fragen? Noch läuft er. Was ist das denn? Was denn? Was ist das? Das sind die Hitze, Kern 1, 2, 3 und 4. Das hört sich ja radioaktiv an. Kontrollpanel. Festplatte, welche Temperatur die haben. Und je nachdem, was du da machst, schwanken die Temperaturen natürlich auch. 35 Grad ist ja wie im Sommer. Ja. War ein schöner erster Livestream gestern, Tommy. Danke für die Tipps und für die Gespräche mit der Community. Ja, siehst du, wunderbar. Ja, Patrick, das war ein Livestream. Oh nein, hat er verpasst. Aber es kommen noch mehr jetzt. Jetzt geht's ja wieder anscheinend. Jetzt geht's wieder. Jetzt kommen wir wieder welche. Die kriegen wir schon irgendwie hin. Also nun nicht, kann man nicht jeden Tag einen Livestream machen, aber schon ab und zu. Oh, hol ich mal das Auto aus dem Exil und dann fahren wir los. Du schickst mir die dann raus, wenn du siehst, dass ich da bin. Danke. Komm. Niemals auf die Straße einfach laufen, ne? Um Gottes Willen, ey. Oh, hab ich den Herzinfarkt bekommen gerade. Wieso nicht, Hanuk? Und die ist so schlecht, oder was? Nein, der Brief war echt schwer. Und der Luke hat jetzt bestimmt Angst. Es ist, wie es ist, oder? Luke, jeder hat mal Angst im Leben. So wie ich habe öfters Angst im Leben. Lass ihn mal nicht runterkriegen hier, los. Hol dir ab, das Ding, und dann ist gut. Gottverdammt, haben sie ja einspurig gemacht, da haben sie sich überhaupt keine Fallen mitgetan. Jetzt haben wir jeden Tag hier Stau und die Ampel ist dicht und die Kreuzung an der Hermann, am Hermannplatz ist dicht, weil der Durchfluss nicht mehr funktioniert. Zu viele, die arbeiten fahren, das geht einfach nicht. Einspurig ist ein Unding, ey. Kann ja sein, dass ich morgens eine halbe Stunde länger brauche als normal, weil hier 500 Meter einspurig sind. Ja, ist ca. eine halbe Stunde, die man länger braucht. Am Morgen im Berufsverkehr. Das geht so nicht. Werte Städteplaner. Na, ich habe einen Parkplatz gefunden. Jetzt ist es schon halb schon wieder. Oh, furchtbar. Halbe Stunde zum Frühstücken. Das ist mir zu wenig. Ich habe Stress. Willkommen in Neukölln, eine Matratze und wir haben viel Zubehör, Essen, alles liegt da für unsere Obdachlosen. Irgendwo alles bereit. Ja, naja, das ging heute tatsächlich, aber erstmal der Weg hierher über Stau. Ich habe eine halbe Stunde verplempert jetzt von hier vorne Hermannplatz bis hier. Wegen der einen Spur, weil sie eine Spur hat. Auch die Brücke, wo die gesperrt ist, die fahren jetzt hier auch so viel lang, so viel Verkehr in unserer voll Straße. Wie sauer. Deswegen kommt alle drin und das ist so voll alle. Das ist richtig ätzend. Und überall, alles ist gesperrt. Hier an der Nebenstraße, du kannst nirgendwo parken mehr auf. Die Baustellen, überall so viele Baustellen. Ich finde den Verkehr ätzend, weil das jetzt alles in die Nebenstraße umgeleitet wird. Ja, gut, was machen wir jetzt? Setz mich trotzdem bitte. Komm, lass uns nochmal auf unseren vergessenen Hochzeitstag anschließen. 2 Tage später. Alles Gute zum Hochzeitstag, alles Gute tatsächlich. Alles Gute zum Hochzeitstag in 363 Tagen. Voll vergessen.
Ja, es ist so stressig bei uns, dass wir sogar schon unsere Hochzeitstage vergessen. Das ist Wahnsinn. Auch wenn mir sowas ja auch völlig egal ist. Es ist halt ein Tag wie der andere, aber es gibt ja Leute. Natürlich ist es ein Tag wie der andere, aber an diesem Tag vor 12 Jahren haben wir nun mal geheiratet. Und da hätte man noch anstoßen können. Ich habe noch nicht mal einen Ring getragen. Wir sind ringless. Wir sind for free. Ich bin noch zu haben. Ich habe nicht mal mehr diesen Sonnen, wie sagt man, diesen, da war mal ein Regen. Habe ich auch nicht. Kann ich beim Arbeiten halt nicht tragen. Ich auch nicht. Und dann durch die Schwangerschaft. Kannst du mal selber was sagen? Durch die Schwangerschaft haben mir die auch eh nie gepasst. Und naja. Da hat jedem Kind einen neuen Ring gekauft. Ja, immer wieder größer, größer, größer. Und jetzt? Bin ich dazwischen in den Größen. Alle gut. Ja, aber ich trage neben nicht. Tiffany. Guck mal. Neben Tiffany. Ohrringe, kein Regen, keine Kette, kein Arm. Du trägst eine Swatch, na, sag mal, eine Gummiuhr. Ja, und die ist ganz prima, weil da habe ich keine Angst, dass die irgendwie kaputt geht. Oder weil sie schon kaputt ist, die ist ja schon gebrochen. Wieso ist die gebrochen? Ist doch auch noch nicht Glas kaputt. Plastik meinst du, ne? Ist ja das Plastik. Und die tickt ganz furchtbar laut in manchen Positionen. Nicht immer. Aber wenn ich dann manchmal so liege, dann ist die sehr laut. Ohr ist, dann hört man es halt, ja, ja, so ist das. Nee, auch, ich weiß nicht warum, aber manchmal. Achso? Ich höre die dauernd. Das ist total ich höre das omnipräsente Ticken von der Swatch. Die ist halt schon so alt. Die ist doch nicht alt. Ich habe die 10 Jahre. Ja, aber alte Uhren sind alt, aber noch nicht, das ist noch nicht alt. Für eine Gummiuhr ist das alt. Gummiuhr. Irgendwann ist die da dran, ich krieg die gar nicht mehr ab. Eins auch Gummiuhr. Beerdigt mich mit meiner Uhr. Ja, 140 Euro gestern ausgegeben für das Schneideprogramm, das neue Schneideprogramm, was ich mir neu runterladen muss. Das hast du jetzt gestern schon benutzt? Ja. Ist das genauso? Nee, es ist ein bisschen anders. Das ein Schritt ist komplizierter gemacht. Das hat mich schon ein bisschen. Ja, da muss man sich reinfuchsen. Muss man sich reinfuchsen, natürlich. Eigentlich ist es irgendwann ein Tick oder so, aber bei dem anderen besser. Und dann dafür sind andere Sachen wieder besser bestimmt. Dafür sind andere Sachen besser. Siehst du? Glaube ich. Okay, schon okay. 140 Euro. 140 Euro. 140 Euro sind viel Geld. Davon muss die alte Oma lange stricken, sagt man so schön. Ja, und ich werde wahrscheinlich, muss ich mal sehen, wie wir jetzt, muss ich nochmal anrufen, wahrscheinlich nach Dings fahren, nach Reilingen. Warum willst du nach Reilingen? Weil dort eine Gästewohnung auf mich wartet. Was sollst du da machen? Schlafen. Ja. Okay, aber warum? Ach so, ich mache auf Kosten von anderen Urlaub in Deutschland. Ganz einfach. Und ich werde bekocht. Warum sind die Polizei hier in letzter Zeit unterwegs? Ja, weil das eine richtig gute Gegend ist hier, in der wir wohnen. Ich sehe, holt uns hier raus. Morgens schon gleich Polizeistreifen. Und hier um die Ecke und da standen Polizisten rum. Das ist jetzt jeden Tag so. So, als wenn sie was suchen. Also nicht nur, wir fahren jetzt mal hier durch, weißt du, das ist gerade unser Weg, sondern die suchen was. Ja, die suchen wen? Die suchen, die gucken sich um. Ja, die werden sich umgucken. Ja, Mann, das ist halt Neukölln. Das ist nicht Neukölln, das ist Nordneukölln. Das ist genau hier die Spitze. Also ich gehe jetzt mal in den Keller, weil ich glaube, da warten schon 5 Leute. Ja. Okay. Auf alle Fälle Wolfgang. Hui, hui, hui. Lilo Tiffy von Bödefeld. Darf ich euch das Rad schon zeigen? Ja klar, habt ihr ja sowieso schon gesehen. Yay! Geil. Thomas? Ja bitte? Hast du eine Zange, die ich mir kurz leihen könnte? Was für eine Zange? Eine kleine, die das Ventil hängt. Ich krieg's nicht auf, um aufzupumpen. Kleine. Die hier, schon was? Ja, das passt.
So. Super. Gerne. Ja, hier müssen wir ein bisschen ausfräsen. Da unten. Das ist ein bisschen viel. Viel Muschel. Viel Muschel dazwischen. Viel Muschel. Na, der wird schon gestoßen mit der Zeit, ne? Aber da muss man den nochmal harzen und nochmal harzen. Oder man muss eine dickere Mumpe machen. Richtig schöne, dicke, fette Mumpe. Da wird der Sacken schwer, bleischwer. Naja, mal gucken. Wahnsinn. Ja, dann bringen wir mal raus, wa? Wartet jemand auf dich? Ach, da wartet jemand. Das Green Team. Wollte nur Hallo sagen. Wolltest du Hallo sagen? Das hat lebt. Hallo. Hallo. Ich war in dem Haus auch nicht mehr. Oh. Der Hund. Ja. Moin. Moin. Habt ihr zu? Guten Morgen, liebe Leute. So, was haben wir denn hier? Check alles. Okay, check alles. Dann checken wir mal alles. Checken den Luftdruck. Lager. Hinten okay. Vorne Spiel. Lagerspiel haben wir schon mal. Bremse. Zug neu. Ohne. Wenn und aber. Bremsbelag runter. Bremsbelag ist durch. Ja. Dann ist das ja gleich mal ein Großauftrag. Kette hängt total und ist schon auf dem letzten Drücker hinten. Also mit anderen Worten, Kette tauschen. Ständer ist fest, Lager ist okay. Licht geht nicht. Muss dein Akku schon wieder leer? Nervt aber auch. Nicht klappt richtig. Ja, gut, Kette muss auch von da. Wollte ich eigentlich nur sagen. Ich hoffe, du hast für mein Check alles. Meint für mich auch, check alles.
Okay. Hinten rum haben wir fertig. Schaltung ist eingestellt. Boah, schön. Funktioniert noch nicht. Schaltung ist eingestellt, aber funktioniert nicht. Schön. Total verbogen auch. Was darf sein? Falsche Richtung. Ach so. Wie cool hier unten weint bei mir. Was hast du? Eine Bremse ist kaputt. Ich wollte nur fragen, was das dauern würde. Mein Freund hat versucht zu reparieren, aber der Kabel war zu kurz. Okay. Aber ich würde es nur lassen, wenn ich fertig habe. So eine Rücktrittsbremse und ich wollte heute irgendwo hin. Aber wollte nur fragen, wie das aussieht. Na, heute ist schon recht voll. Ich habe schon 3 Räder jetzt vor dir. Ja. Also es wird jetzt nicht innerhalb der nächsten Stunden was. Heute Abend ja, aber nicht jetzt, heute Morgen. Nicht innerhalb 2 Stunden? Nein, nein. So. Nee, okay. Nee, und jetzt ist es ganz aus. Was wäre das? Also, wann soll ich es bringen und allgemein, wenn ich es dann... Na, immer frühes bringen und dann, je nachdem, ich weiß nicht, wie viele Leute. Also wir haben keine Termine und ich mache keine Arbeit. Ich bin alleine, ich muss das halt hier hintereinander wegmachen. Dann links in ein paar Tage. Ja. Danke. Fahr vorsichtig. Ja, ja, ja. Das Problem ist wahrscheinlich ohne Kinder drauf, weil sonst die Rücktrittbremse, aber ja. Schaltbox ist hin. Leider braucht es eine neue. Ist umgekippt. Das gute Rad. So, Schaltbox haben wir gemacht. Bremse. Bremse vorne. Kriegt die Krise. Warum läuft denn nicht alle zu schwer? Ist ja nicht so, dass der gute Mann keine Kraft hat, aber es wäre trotzdem schön, wenn natürlich die Bremse vernünftig leicht laufen würde. Das ist so. Oh Gott, nee. Wie soll denn das laufen, wenn so rostig ist? Kann es nicht laufen. Der Bogen tauschen hoch. Mann, der kratzt, ey. Ja? Was los? Sehr gut. Weitermachen. Ja, geht! Geht! Hab grad die Hände voll. Mach nicht. Das ist gut. Ich nehm die mal ab. Ja, machen wir das ab. Ist nicht heute Montag? Heute ist Montag, ja. Wo ist der Superpraktikant? Ne, der kommt doch nicht! Ach, der kommt nicht mehr? Der kommt doch nicht mehr.
Aber sehr. Oh. So wünscht man sich eine Brille. Pokémon! Ja, allerdings wünscht man sich. Ist krank? Wünscht man sich ein Vorderrad nicht so. Nee, wieso? Wegen Reifzug. Nee, das habe ich nur, weil jetzt beginnt die Zeit, wo es so ein bisschen kälter zieht. Und bevor ich hier krank werde und Zug kriege und so, und außerdem ist es geil, weil dann brauchst du eine extra Maske, dann ziehst du einfach nach oben. Praktisch. Und jetzt, das heißt sogar ich dann immer, irgendwie, wenn es langsam anfängt, so ein bisschen kühler zu werden, normalerweise bräuchte man so einen Hirngurt auch hier unten, aber da bin ich noch nicht so weit. Hat so ein paar Worte nicht könnte. Ja, dann haben wir Bremsanlage komplett gemacht. Das ist gemacht. Bremse, Bremszug. Kette ist neu. Schaltung ist gemacht. Boah. Bremszug vorne. Was kostet der ganze Spaß jetzt? Bestimmt ein Huni. Ah, das geht ja. Also, Huni wird dran. Du bist krank, du rotzt hier. Hey, sag mal, weißt du, wie man diese. Schaltet? Wie man was schaltet? Den hier? Müssen wir herkommen. Ja, das schaffst du schon. Komm mal ins andere. Das ist hier rechts und links. Selbstverständlich, wenn dann auch noch. Gesetzt den Fall, du hast einen solchen Imbus. Ja, ja. Ja, ja. Ist gut. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich brauche nicht. Ja, 5 Tropfen Wasser hier. Das ist nicht dein neuer Praktikant. Das ist mein neuer Praktikant, ganz genau. Er musste aber, Bedingung war, er macht zuerst seinen Meistertitel. Kfz-Handwerk. Erst dann kann er auch Fahrräder Laufwechsel machen. Endlich mal ein bisschen nach oben. Irgendwas mit Qualität, wa? Ja. Scheiß Autos, jetzt fragen wir was Richtiges. Größer oder größer? Das ist jetzt sehr. Mehr habe ich dann nicht, leider. Nicht so halber. Achso, okay, wunderbar. Das ist wahrscheinlich negativ. Ja, siehst du? Es ist nämlich auch jetzt mal auch mal Zeit für links, nicht immer nur rechts. Zeit für links. Ja. Also Eno, setz dich mal auf die Besucher nach Couch. Da kannst so, du. Das ist noch die Frage. Ich kann jetzt auf die politischen Boden. Was dann bitte nochmal? Kann dieses Ding hier gebrochen sein? Also ich habe eine wunderschöne neue Dichtung eingebaut. Ach, hast du schon. Und da lief es genau so raus wie vorher. Nun sind wir also eine Etage tiefer. Natürlich noch. Kalk? Naja, Kalk. Ich meine, das ist Quatsch. Ich meine. Das ist jetzt Quatsch. Also wirklich. So schlimm. Na. Bezahlst du denn da? Oder? Naja, der Kaspar Kopp bringt Einschaltquote. Ach, hey, 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 darf bleiben. Ja, bleiben. Der Kaspar ist wieder da. Darf bleiben. Darf so. Bleiben. Kriegt man den hier oben? Das sieht mich nicht. Nee, das ist eben noch Zeit. Gib her, ja Mensch, du musst mir. Der fängt jedes Mal an, mir mich eine zu erklären. Keine anders. Zu Recht. Sonst wäre die Dichtung jetzt hier undicht. Pass auf. Dicht. Sonst wäre die Dichtung dicht. Sitakuisis, Philosophus Fuisis. Jetzt kommen wir nicht hier mit Persisch. Nee, ich kann es selber schon. So. Da muss ich mir selber ablaufen. Difficile est satiram non scribere. So. Mhm, sehr richtig. Hauen wir mal hin. Sehr richtig. Willst du eine Drahtbürste haben? Eine kleine Messingbürste? Also. Damit das vielleicht. Scheiße, lasse ich mich jetzt von dem Gewinde irritieren oder hat der einen Bruch? Mein Problem ist, dass die gute Frau an dieser Armatur hängt, weil sie so schön ist. Wenn ich jetzt zum Bauhaus gehe, kriege ich irgendwas und dann ist er unzufrieden. Ach, Herr Wunder hat es mir extra gesagt, würden Sie vielleicht zusehen, dass Sie einen ähnlichen kriegen? Eine wunderschöne Armatur, die nur 19,95 neu kostet und zu einem Preis von 60 Euro. Nee, die kosten nicht 19,95 neu. Ich meine, ich weiß, die kosten nicht unter 70 Euro, deswegen bin ich gerne dabei. Im Verhältnis gesehen, das ist kein Bruch. Einbruch. Tut mir leid, Hans, da ist kein Bruch. Du kannst die Armatur tatsächlich verwenden, nachdem der Grind hier so ein bisschen ab ist. Das ist alles gut. Guck mal, du kannst da ein Paketgummi draus machen. Guck her, Scheiße. Sehr schön sieht das aus. Ich habe ja auch bloß begrenzte Lust, mich damit zu befassen. Im Prinzip möchte ich mein Frühstück fortsetzen.
Oh. Kennst du so bei diesen Sitcoms? Das war immer so eine Blende und so. So das Lachen und das. Oh, und das dazwischen. Genau, das. Soufflöse, quasi. Soll ich dir eine Dichtung geben? Spannender fände ich die Flachdichtung hinten aus Silikon. Er hat mir da dieses klassische Pertinax-Pappzeug gegeben und ich traue dem Vogel nicht. Ich weiß nicht, ob die noch gut sind hier. Oh. So, also auf alle Fälle hier einmal kurz mit Stahlwolle drüber. Stahlwolle, damit hast du jetzt wenigstens eine plane Fläche wieder und hier ist kein Riss. Ja, ganz krumm, da ist auch kein Riss drin oder so, dass es da irgendwie tröpfelt. Das kann ist ja so auch eigentlich nicht, der zieht es hier bloß gegen. Vielleicht war es Sabotage. Ja, aber das sind die billigsten Teile. So. Meinst du nicht, die Frau hat sabotiert? Nee. Naja, klar, indem sie den Hahn auf und zu gemacht hat und irgendwann hat der Teil ein bisschen. In Ruhe essen darf? So, oh, nee, nee, die hat nicht sabotiert. Nee. Die hat andere Interessen. Vielleicht ist ja alles aus dem Rudern hier. Kommt ja jeder Pampelmann hier rein. Macht was er will. Das ist übrigens Andi gewesen, falls das jemand sieht und du eine schlechte Google-Bewertung abgibt. Ja, das ist ja. Gab eine Einstellung. Also ich suche. Auf diesem Wege eine Freundin. Eine Freundin. Und zwar, sie soll alles können und reich sein und ein bisschen tolerant. Stumm. Nee, sonst. Alles Gute. Also reden darf sie schon, ja, bei dir. Ja, ja, immerhin, ey, da sind wir ja schon einen Schritt weiter. Emanzipation. Ja, ich bin voll für Emanzipation. Ab morgen sind wir tolerant und finden alle Idioten. Ich finde, das kann man möchte nur ein bisschen zu schnell auf einmal für die Frauen. Die sind überlastet dadurch. Stahlwolle. Okay? Wegen Stahlwolle. Du kannst das Sandpapier haben. Ich habe mit Stahlwolle genug bereit. Stahlwolle ist am besten. Sagt der Profi. Ja. Vielleicht von Profi sagen, der hat von allem Ahnung. Ja, den Alu-Karik. Ja. Zu Recht. Ja. Eine gewisse Lebenserfahrung. Der strotzt geradezu davon. Mhm. Ja, du wirst nicht glauben, ich bin älter als Tommy. Na. Ah. Ja. Ja, doch? Ja, ja. Aber ein halbes Jahr. Ja. Was bist du denn für Maria? 80? Nein. Bist du älter als ich? Ich bin 78. Ah. Welchen links? Monat? 31.10. Dann bist du 3 Monate älter als ich. Na sowas, siehst du? Das wird nicht glauben. Wer ist älter als ich? So viel zum Thema Lebenserfahrung. Aber ich glaube, das macht den Kohl nicht fett. Weißt du, das wissen wir. Ja, es gibt Leute, die auch älter sind und nicht was auch mal hinkriegen. Was den Kohl fett gemacht hat. Die Frage ist, was erhoffst du dir dadurch? Mehr Miete. Das gibt gleich. Auch nicht mal das. Stell dir mal vor, ey, das ist schön. Ja, ich hab da hier einen Wasserhahn sauber gemacht. Das ist jetzt legen wir um. Ich kenne da jemanden, mit dem ich den spielen würde. Ist er Hausbesitzer? Nur langsam der mit dem Kerl hinten was. Siehst du? Ist das hier der Hausbesitzer? Aha. Von diesem Haus? Aha. Nein. Alles meine. Ah, da haben wir fast. Da haben wir einen falschen Anfang gehabt. Also hallo. Bingo, ja, mein Junge, Bingo. Aber es macht mir immer wieder Spaß. Ja, glaube ich. Heute bin ich ja noch ein Zivil, wenn ich denn hier in Arbeitsklamotten rumstehe, dann halten sie mich wirklich an für die Praktikanten von Tommy. Finde ich schon gut. Naja, aber manchmal nimmt er auch die Pumpe und pumpt auch von hilft draußen mit. Also ja, hast du auch schon gemacht. Man sieht es, das Charisma und die Hilfsbereitschaft. Also. Oh mein Gott, ey Mann, ich dachte, ich hätte die alle weggewischt, aber irgendwie ist gerade wieder rutschig hier. Wieso denn? Wenn du irgendwelchen unterschwelligen Vermieterhass höre, dann lernst du mich schlagartig von der anderen Seite. Unterschwellig, Alter, der hat dich gerade geheiratet intern. So, willst du hier wohnen? Das ist ein schönes Haus da geben. Geht weiter. Soll ich euch kurz alleine lassen und Licht ausmachen oder wie? Nee. So schnell geht es bei mir auch nicht. Ich versuche es langsam zu machen. Ach Mensch, ich wollte und doch. Sag so jetzt nicht, und sag jetzt nicht, das war die andere Seite. Oder mach die gleich mit. Nee, das überlege ich jetzt ernsthaft. Du würdest das so nach der Stahlwolle, sieht da deutlich glatter aus. Ja, wahrscheinlich, oder?
Du bist auch immer der hier. Der jetzt, Böse. Der Bumsi. Das ist eine träge Sache. Rastlos, kraftlos. Aber muss ja weitergehen. Muss weitergehen. Naja, gut, solange es keine physiologischen Gründe hat. Okay, was ganz wichtig ist, wir haben ganz viele Schlüssel. Hat der alles schon erzählt, dass dann ran. Das ist okay. Pappe. Ja, ich gehe wieder zum MRT. Und Moin. Da muss ich ja eh wieder hin wegen meinem Gesicht. Okay. Gehst du jetzt joggen? Ja, ich gehe jetzt, ich fange jetzt wieder an nach meinem Beinbruch. Ah, ich freue mich zu betätigen. Ach stimmt, ist alles weg jetzt. Ja. Ging ja schnell. Ja, ich hatte das ewig. 6 Wochen. Also normal 6 Wochen, ja. Viel länger hatte ich das. Den Trick hast du 6 Wochen um, ja. Genau, und jetzt sollte ich noch mal 4 Wochen mindestens warten. Jetzt sind 5 Wochen um, jetzt fange ich wieder an. Joggen. Ja. Ja, ich hatte es mir ja beim Joggen gebrochen. Ja, ich fahre das fahren erstmal, ja. Ja, ich hatte auch getreten, wenn du dir einmal falsch. Ja, Pappe. Meine Körper ist irgendwie nicht so gut aufgebaut. Und dann ja, dann hast du nimmst aber das Zeug hoch, ne? Ich habe jetzt nur so eine Bandage. Ja. Ja, zieh durch. Du schaffst es. Mali schafft es. Ich hätte das geschafft. Go for Malis. Ja. Ich hätte es geschafft. Alle Daumen hoch für Malis. Die schafft das. Ja, ich will das machen. Ich will das machen. Ich will das wirklich machen. Ich will das wirklich machen. Sie will das wirklich machen. Mal, ich will's machen. So, Licht hier hinten. Will ich machen? Will ich machen? Ich will das Licht hier hinten machen. Moin. Na, Herr Müller, gut gefrühstückt? Gut gefrühstückt? Nee. Das war schlecht. Das ist stressig für Frühstück. Ah, Licht geht doch. Geht doch. Will das Licht machen? Geht doch. Was ist denn los? Zeig mal, wo ist das Licht? Licht. Was heißt hier Hallo? Eine Frechheit. Soll ich dir mal ein Brötchen holen? Das ist ja ein bisschen unruhig hier. Das am Morgen, ey. Das ist immer so, oder? Ich kenne den nicht so gut, aber... Das war vorsichtig sein. Also, das hat 2 Köpfe größer als ich. Das hat gar nichts zu sagen. Du kannst von unten angreifen. Boah, ja, du kriegst das gar nicht mit, ey. Du tauchst einfach... Warte mal, ich glaube, der wollte wirklich aber, genau. Ich weiß ja nicht. Je älter ich werde, desto häufiger schicken. Seriös? Herr Wille! So wie früher. Und das ist ja schon uralt, also ich keine Ahnung, wie alt ich da war, 18, 19 und verändert sich ja auch normal und wird ja auch besser. Cool. Gut. Noch unseren Hochzeitstag nachfeiern. Ja, genau. You know. Den haben wir nämlich vergessen beide. Zu beschäftigt. Ja, wirklich. Ich habe gestern Abend zu Tommy gesagt, Mensch, sag mal, Tommy, wir hatten Hochzeitstag letzte Woche. Das passiert. Da ist schon wieder einer mit Mundschutz. Unser alter Rad kommt. Aber dann haben wir ja für die Fortführung der Mauern noch Richtung Kinderhütte. Grüß dich. Boah, ist das schick, ey. Boah, frohe Hose. Apricot. Ach, Entschuldigung, Apricot. Habt ihr nur, oder Queen's Red? Ihr habt ja keine normalen Farben mehr. Ihr habt ja nur noch wie so. Kann ich dazu rosa sagen? Ihr seid voll, ihr seid, euer Chef kann nachts vor Lachen nicht einschlafen, was? So viel Geld, wie der macht gerade. Ja, kommt ja nicht mehr. Der kommt nicht mehr nach, das ist die Kehrseite jetzt, was? Kommt ja nicht von den Fetschis. Von den Fidschis, ja. Ja, man kommt da alle von da. Ja, aus den Asiaten liefern nichts mehr. Ja, ja. Ciao, mach die gut. Mensch, das ist ja kein Alter, das ist echt Aprikot. Also auf dem Foto sah das pervers aus. Aber irgendwie, so sieht es ja nicht so schlecht aus. Diese Peugeot-Farbe, die gab es mal. Peugeot und Kuderreit hatten die damals ja. Das sieht echt nicht schlecht aus, das Rad. Ich muss mein Erstaunen kundtun. Ich habe eine Frage an euch.
Nee, ich weiß, dass du immer super schnell bist, deswegen ist das voll okay. Nee, alles cool. Ich weiß, ich bin total happy, wenn es irgendwann im Laufe der Woche passiert, aber... Hast du so weit kaum noch alten Peugeot übrig? Nein, Bleche hat er nicht übrig. Nicht? Von welchem?